Hallo miteinander und willkommen zurück zu Disco Elysium mit Torin Gent. So, wir gehen mal weiter. nachdem wir das geklärt haben, wie sie mittlerweile wieder mit uns reden. Naja, die junge Frau auf dem Eis blickt zu dir hoch. Im Ernst, was nagt an dir, Mann? Wahrnehmung. Ihre Haare sind blond gefärbt und ihre dunklen Ansätze zeigen sich. Sie hat dicke schwarze Lidstriche aufgetragen. Die meisten Männer würden sie nicht als hübsch bezeichnen, aber sie hat eine gewisse Maskulinität an sich. Eine Ungeschliffenheit. Also können wir kurz miteinander reden, ja? Ich hatte mich schon gefragt, wann du aufkreuzt. Also, worüber willst du reden? Ich schätze, es gibt schon etwas, das mir mein Leben zur Hölle macht. Was denn? Sie hört aufmerksam zu. Ich glaube, es ist die Not der Arbeiterklasse. Was sonst? Welch schnurrt bei der Unternehmung da so liegt die Macher in Fesseln. Ich glaube, es sind diese ganzen Ausländer, die uns unsere Arbeitsplätze wegnehmen. Die Leute stellen ihre eigenen Interessen einfach ständig über das Allgemeinwohl. Ah, ich meine, wir sind ja, dafür kriegen wir halt, ne? Wir sind ja so, wir kriegen dafür ja mehr Wartung. Also, ja, das ist die Not der Arbeiterklasse, eindeutig. Ach, tatsächlich. Ja. Der Golem des Kapitals läuft amok, vernichtet Schöpfer und Sklaven zugleich. Ich fürchte, dieser Prozess ist unumkehrbar. Du brichst also vor fremden Leuten in Tränen aus, weil du dich um soziale Gerechtigkeit sorgst. Oh ja. Das ist genau die Art von Typ, der wir hier sind, ne? Ich glaube nicht viel von dieser Welt gesehen, aber... Nein, ich habe nicht viel von dieser Welt gesehen, aber angesichts dessen, was ich gesehen habe, klingt soziale Gerechtigkeit wie Jugendslang. Der Begriff klingt schon fast liberal. Was mich auffüllt, ist der Kampf des Volkes. Und zwar sehr. Hm, ja, Mann. Das ist alles ziemlich heftig, sagt sie und klingt dabei nicht allzu überzeugt. Es macht mich krank, der Gedanke an die Tausenden, Millionen, Milliarden. Wie viele Menschen gibt es eigentlich? Wie viele Menschen gibt es auf der Welt? Eine Stadt kann 1 Million Einwohner haben, also sollte die weltweite Zahl deutlich höher sein. Ich glaube, früher wusste ich mal, wie viel genau. Zu viele Millionen, als dass man das genau sagen könnte. Alle erdrückt von der Tyrannei des Marktes. Es ist furchtbar. Ja, das ist ziemlich übel, sagt sie und nickt. Aber bist du sicher, dass du nicht vielleicht einfach nur von irgendeinem Mädel besessen bist? Jetzt, wo du es erwähnst. Ich habe diese Briefe wiedergefunden, die ich in den Müll geworfen hatte. Sie könnten etwas damit zu tun haben. Okay, wie kommst du darauf? Naja, zum einen haben sie ganz schwach nach Kaugummi gerochen. Ich konnte den Duft unter dem stinkenden Dreck immer noch wahrnehmen. Wow, Mann, sie hebt deine Augenbraue. Das ist ziemlich symbolisch, meinst du nicht? Ja, es kommt mir auch sehr symbolisch vor. Okay, was noch? Sie waren in einer weiblichen Handschrift verfasst und Junge, Junge, es hat sich gar nicht gut angefühlt, sie zu lesen. Na also, da hast du es. Ärger mit einem Mädel. Und nichts mit Politik zu tun. Wer war sie? Ich kann mich nicht erinnern. Echt? Offenbar glaubt sie dir. Diese Chica scheint ziemlich aufzuwühlen. Und du weißt wirklich gar nichts über sie? Ich erinnere mich nur an ihren Duft. Wow, Mann. Ziemlich seltsamer Scheiß. Sie rubbelt sich warm. Bist du sicher, dass die Briefe für dich bestimmt waren? Ja, ganz sicher. Hätte ich sonst so stark reagieren sollen? Wenn ich es mir recht überlege, könnte die Hure sie für ihren Liebhaber verfasst haben. Ach komm schon, hör auf damit. Ich meine, das kann schon sein, aber du weißt es doch nicht. Hört sich aber gut dann, oder? Das Brennen. Her damit. Wollt ihr nicht umkippen hier auf dem Eis? Stimmt schon. Das hilft mir auch nicht weiter. Kann man diesen Drecksack überhaupt irgendwas wissen? Keine Ahnung. Sie atmet einen schimmernd kalten Lufthauch aus. Ein Augenblick verstreicht. Aber wie kann es sein, dass du gar nichts mehr von ihr weißt? Hat das irgendwie was mit selektiver Erinnerung zu tun? Moment, was meinst du denn mit selektiver Erinnerung? Mann, wenn mich jemand verletzt, will ich die Scheiße einfach nur vergessen, weißt du? Die Art von selektiver Erinnerung. Ich glaube, in diesem Fall war ich einfach so unfassbar betrunken, dass ich jegliche Erinnerung an diese Welt ausgelöscht habe.
Ja, daran kann es auch gelegen haben. Einmal habe ich mir so viel Alk eingeknallt, dass ich auch alles vergessen habe. Es ist offensichtlich, dass sie sich mehr dann geknallt hat als nur Alk. Okay, die Logik. Unser bester Freund wie immer. Es könnte aber auch einfach nur Psychogelaber sein, weißt du? So ein Königsteiner Geschwurbel. Was ist denn dieses Königsteiner Geschwurbel, bitte? Ja, du weißt schon, dieses Psycho-Ding, das die da abziehen. Die Reichen machen das gerne. Die meisten Leute im Königstein sind reich. Na dann, vielen Dank für das Psychogelaber. Ach, okay. Gern geschehen. Sie denkt kurz nach und lockert ihren Kiefer. Aber vielleicht ist es am besten, wenn du deine miesen Erinnerungen ruhen lässt. Nur meine Meinung. Wenn es juckt, nicht kratzen. Ja, aber es juckt so, so fürchterlich, sagt die Schmerzgrenze. Okay, deine Bekannten wollten mit meiner Hilfe ein Drogenlabor errichten. Ich würde annehmen, dass du über diesen Plan Bescheid wusstest. Ja, ich wusste es. Tut mir leid. Sie wirkt nicht überrascht, auch wenn dir das nicht wirklich hilft. Seine Posse kann man sich nicht aussuchen. Man wird von ihr ausgesucht. Meine besteht aus Idioten, aber es sind meine Idioten. Ich habe versucht, Andre das auszureden. Ist es egal, weil ich irre bin. Ich bin, was du meinst. Du hättest dir mehr Mühe geben sollen. Es ist eine ernste Sache, einen Polizisten das Licht zu führen. Ja. Ich weiß. Ich hätte sie besser unter Kontrolle haben müssen. In Zukunft kriege ich das hin. Darf ich fragen, was du ihnen gesagt hast? Eure Pläne bezüglich des Tanzclubs könnt ihr gerne weiterverfolgen, aber bitte keine Drogenlabore. Danke. Die junge Frau nickt. Ich kriege sie unter Kontrolle. Versprochen. Cool. Die anderen haben mir erzählt, dass du hier in der Kirche warst. Was hast du da drin gesehen? Ach, das. Das wirst du mir nicht glauben. Es hat keinen Zweck, das zu erklären. Rhetorik. Im Gegensatz zu den anderen neigt sie nicht dazu, laut Krabbenmann zu rufen. Ja, das hilft, hä? Das wollen wir doch mal sehen. Erklär es mir. Okay, sie nickt. Ich bin dann gegangen und habe eine Frau neben einem der Geräte dort gesehen. Neut nennt das eine Zentraleinheit. Sie war wie jemand angezogen, der bei seiner Oma aufwächst. Seltsame altmodische Kleidung. Und sie wirkte irgendwie abwesend. Sagte nichts, stand nur still da und. Ja, die Katze ist da. Mit dem Spielzeug im Mund. Ihr hört das charakteristische Miauen? Ja, ich pause mal kurz. Bis gleich. Ich spiele mit dem Katzi. So, sorry. Mal gucken, ob wir den Rest der Folge durchbekommen. Ah. Ja, sie war jemand angezogen. Mit genau, und bei seiner Oma aufwächst. Altmodische Kleidung. Erzähl weiter. Das hatten wir ja schon gelesen. Und dann ganz nah hinter ihr krabbelte ein Mann die Wand herunter. Verkehrt herum. Wie eine Krabbe. Der Krabbenmann. Ja, das macht Sinn. Die Kirchenwand runter. Ich glaube, die Frau hat nicht mal gemerkt, dass er es war. Dass er da war. Er war völlig lautlos. Als er kurz vor dem Boden war, hörte er auf, sich zu bewegen und hing nur an der Wand und starrte mich an. Er schaute mir direkt in die Augen. Also habe ich mich verdammt nochmal umgedreht und bin gegangen. Und das war's. Wie sah dieser Krabbenmann aus? Es war zu dunkel. Sie schüttelt den Kopf. Das konnte ich nicht genau sehen. Okay. Schauspielkunst. Also wirklich, es ist offensichtlich, dass sie genau hingesehen hat. Schließlich hat sie ihn schon genau beschrieben. Ja. Komm schon, spuck es aus. Wie sah er aus? Er sah wie ein Gangmitglied aus, okay? Er war echt muskulös und so. Mit so einem Tanktop aus Netzgewebe. Ich weiß, es klingt lächerlich, aber irgendwie hat es das Ganze noch beängstigender gemacht. Eine Krabbe und ein Gangmitglied. Ja, ein meskisches Bandenmitglied. Ich weiß, es hört sich komisch an, aber das habe ich gesehen. Ein Gangster und ein Krabbenmann. Weißt du was? Das nehme ich dir nicht ab. Das verstehe ich. Ich würde sie mir auch nicht abnehmen. Ich bin überrascht, dass Noid mir geglaubt hat. Von Andre hatte ich es erwartet, aber Noid? Sie schüttelt den Kopf. Ich wüsste gerne mehr über deine Bekannten.
meine Bekannten? Sie haucht ihre durchgefrorenen Finger an. Ich habe zu ihnen nicht viel zu sagen. Was meinst du damit? Du musst doch irgendwas über sie wissen. Aber klar doch. Nur plaudere ich nicht mit anderen über meine Freunde. Erzähle ihnen, wer sie sind und so. Ich gebe keine Infos über sie weiter. Rhetorik an die Bullen. Was ist mit dir? Erzähl mir etwas über dich. Ich? Ich bin ein silberner Vogel. Ja, natürlich. Ah, in Ordnung. Vielleicht frage ich dich später nochmal danach, ja? Bringe Estelle dazu, ihre Bekannten zu reden. Keine Ahnung, ob du drauf kommst, dass es später anders wäre, aber... Okay, was hast du da für ein Gerät? Ich habe gesagt, das ist irgendwas in der Hand, ne? Das, sie versucht mit ihrem Atem ihre eisigen Finger aufzuwärmen. Das ist ein tragbares Aufnahmegerät. Für den Außeneinsatz gedacht. Die Qualität ist nicht toll, aber es geht. Und die Kabel? In Wirklichkeit ist es nur ein Kabel. Ich habe es bearbeitet, bis sich die Abschirmung gelöst hat. Das Kabel führt zu einem Kontaktmikrofon. Was ist denn ein Kontaktmikrofon? Ein Kontaktmikro nimmt Geräusche im Inneren von etwas auf, wie etwa hier im Eis. Dein malträtiertes Hirn möchte dich darauf hinweisen, dass du einen Boxer namens Kontakt Mirko gibt. Dass es einen Boxer namens Kontakt Mirko gibt. Was? Kontakt Mirko. Geil. Klar. Ah ja. Und, gibt es was Neues zum Namen meiner Frau? Oder dem von meiner Mutter? Was? Nö. Gern geschehen. Hat das irgendwas mit Kontakt Mirko zu tun? Sie ist verwirrt. Ja, damit zeichne ich Sachen auf. Nein, nein, ich meine den Box. Kontakt Mirko. Ach nein, das ist ein Kontaktmikrofon. Damit nimmt man Geräusche im Innern von räumlichen Objekten auf. Kontakt Mirko dagegen vermöbelt nur Leute. Das ist unfair und eine Untertreibung. Also Kontakt Mirko vermöbelt nicht einfach nur Leute. Kontakt Mirko ist ein Vorbild. Eine ganze Litanei ergießt sich. Ja, das hast du richtig gehört. Solltest dir von Kontakt Mirko eine Scheibe abschneiden. Er ist nämlich ein erfolgreicher Athlet und eine Inspiration. Jemand, der soziale, körperliche und psychische Hürden überwunden hat. Mann, du bist echt anders als andere Bullen. Ja, das sind wir. Ja. Hier geht es nicht um mich, sondern um deinen mangelnden Respekt für einen der besten Boxer aller Zeiten. Und für dich. Warum bist du nur so auf diesen Mirko fixiert? Sie schweigt. Es war eine rhetorische Frage. Gedanken gewonnen? Die Litanei von Kontakt Mirko. Was? Okay. Wenn es dich glücklich macht, werde ich mir Mühe geben, weniger wie ich und mehr wie Kontakt Mirko zu sein. Ja, das macht mich tatsächlich sehr glücklich. Okay, das freut mich für dich. Sie wendet sich ab, um die Dopamin-Kredit zu überprüfen. Ja. Wie funktioniert das Ding eigentlich? Das Mirko? Nein, das Mikro. So, genau weiß ich das nicht. Aus irgendeinem Grund zeichnet es die Vibration in der Luft nicht auf. Auf der Kiste stand, dass es sich nur für Körperschall eignet, falls du auf Technik-Jargon stehst. Okay. Wo hast du das Mikro her? Vom Paliseum. Genau wie das Tonbandgerät. Was ist denn das Paliseum jetzt? Oh Mann, du warst noch nie im Paliseum? Einen Augenblick lang vergisst sie, wo sie ist. Das ist der coolste Ort in diesem Drecksloch voller Drogen. Das ist ein Musikclub und eine Synthesizer-Werkstatt. Auf der Boogie Street in Jamrock. Da wohnen Musiker. Echte Musiker. Einmal habe ich sogar Arno von Ike gesehen. Klingt interessant. Wer ist dieser Arno? Was? Klingt wie ein Ort, an die Homosexuelle die Vergnügen brüllen. Oh mein Gott. Was? Klingt interessant. Wer ist dieser Arno? Ach ja. Sie mustert dich, um dein Alter abzuschätzen. Du kennst Van Eyck wohl eher nicht. Und du bist auch nicht jemand, der ins Paläsium gehen würde. Ich gehe voll ab. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich grinde. Das bedeutet, weiß ich auch nicht. Das gewundert sich, wenn mein Alter ungewöhnlich hip bin. Oh ja. Das funktioniert immer, wenn man das immer so erklären muss.
Ich auch nicht, aber ich habe konkrete Beweise dafür, dass ich hier docke, nämlich ein zerstörtes Tonband und ein völlig demoliertes Hotelzimmer. Ach, cool. Sie pustet in ihre hohlen Hände, um sie zu wärmen. Sie scheint nicht zu wissen, was sie sagen soll. Du hast recht. Die Zeit war nicht gehe ich mit mir. Sieht dich seltsam an. Das ist übel, Mann. Einen Moment lang kleift sie die Augen zusammen, um sich an etwas zu erinnern. Dann gibt sie es auf. Wolltest du sonst noch was? Noch eine Frage zu Kontakt, Mikro vielleicht? Ehrlich gesagt hatte ich noch ein paar Fragen an dich, bei denen es nicht um das Mikro geht. Was machst du hier draußen eigentlich in der Kälte? Ich nehme Sachen auf. Und was genau nimmst du auf? Ich glaube, ich nehme das Knacken von Eis auf, aber genau kann ich es nicht sagen. Nicht mein Kopfhörer. Und eben habe ich auch deine Schütte aufgenommen. Nicht sicher, wie die klingen werden. Sie kratzt sich an der Stirn. Moment, was ist mit den Kopfhörern? Wieso hast du keine? Mein Freund hat sie verkauft. Aber warum? Keine Ahnung, Mann. Um Sachen zu kaufen, was man zum Leben braucht. Sie lügt. Wahrscheinlich wurden sie für etwas Verdächtiges verpfändet. Und wozu dienen diese Aufnahmen? Das Knacken des Eises, die Schritte? Die Musiker im Palaiseum machen damit Musik. Sie machen Loops und schneiden die Tonbänder zusammen. Sie machen Musik aus knackendem Eis und klimpernden Schlüsseln. Aus abgefahrenen Geräuschen eben. Es ist schwer zu erklären. Nix nur. Jedenfalls dachte ich, dass ich auch welche machen könnte. Es soll ja eine Art Musikclub sein. Sie reibt sich die Schultern und lässt ihren Blick schweifen. Dabei verstehe ich nicht allzu viel davon. Die benutzen auch Synthesizer. Ich habe keinen Synthesizer. Was? Soll ich dir meine Jacke geben? Du fängst an, sie auszuziehen. Das ist, ja, ne? Also die Jacke, du fängst an, deine Jacke auszuziehen. Wir sagen nicht, wir zu meiner Jacke und fangen an, sie auszuziehen. Siehst du, jetzt könntest du etwas zum Aufsetzen gebrauchen. Du gibst dir deine Kopfbedeckung, hier. Du bist das dringender nicht als ich. Ich möchte diesen Hut ehrlich gesagt nicht. Und wieso kommt das gerade jetzt? Weitere Fragen. Ich kann das nochmal machen, ne? Ja, ja. Weil ich würde ihr schon was geben, so ist es ja nicht, ne? Aber jetzt nicht unbedingt das, was wir gerade tragen. Wir haben doch diese Mütze hier. Ja. Die können wir ihr geben. Okay. Du hast mit mir schon geredet, oder? Hilfst du uns? Also mit der Kirche? Weiß ich noch nicht. Ich muss erst Fragen stellen. Ja, genau. Also, nochmal kurz das Ganze hier. Kopfhörer, ja, ja, tragisch, ja, ja, ja. Du bist ja deine Kopfbedeckung. Hier. Du bist das dringender nötig als ich. Hm. Orange Pennermütze. Passt auch zu ihrem Outfit. Also, orange ist es nicht, dass es ein Penner-Outfit ist. Wir haben es gerade zurückgewonnen. Und danke. Sie setzt die orange Pennermütze auf. Sie ist etwas zu groß für sie. Können auch noch die Jacke geben. Ja, ich denke, ja, ja, ja. Wir können nämlich hier unter Umständen... Ach, das wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit gewesen, an ein Tonbandgerät zu kommen, ne? Ja, eine Jacke, die wir nicht brauchen. Also die Logikjacke brauchen wir auf jeden Fall. Also die Suggestion-Jacke wahrscheinlich nicht. Und ganz ehrlich. Hier wie irgendein so ein Gendarm rumlaufen wollen wir ja nicht, ne? So, und ja, hier, du kriegst noch eine Jacke, weil wir so nett sind. So. Hi. Soll ich dir meine Jacke geben? Nein, lass den Scheiß, es geht schon. Leid, dass ich Scheiß gesagt habe. Du seufzt. Sie zittert leicht. Hä? Na schön. Okay. Ein Versuch war's wert. Ja, das ist ein Empathie-Check. Gegeben jetzt mehr wie Kontakt, Mirko.
Ja, ihr wisst, was das heißt, ne? Wir müssen mal gucken. Mal das Logik-Sacke und nimm den geilen Hut. Den Logik-Hut. Da haben wir Empathie-Klamotten. Ich... Doch, tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Schauspielkunst, ja, okay. Oh, doch, tatsächlich, das hier. Viel empathischer jetzt. Gucken wir mal, ob wir irgendwas haben, was uns Empathie nimmt. Besser wird's nicht hier mit dem plus 2, was wir jetzt noch haben. Legendär, 58%. Ich meine, es ist ein Versuch wert, oder? Sie meinen mehr als die Hälfte. Oh, okay. Das Gerät ist von einer, also... Ja, das Gerät ist von jeder Berührung immer noch warm. Und wegen der Batterien war es schwer wie ein Ziegel. Und das Firmenlogo Omikron schmückt seine gelbe Plastikbedeckung. Im Innern dreht sich das Tonband. Die junge Frau sieht das Gerät in deinen Händen an. Es tut mir leid, dass du hier auf dem Eis zittern musst und unglücklich bist. In deinem Alter oder in jedem anderen Alter. Bei diesem Wetter darauf zu warten, dass es dunkel wird. Sie sieht dich direkt an. Ihre Pupillen geweitet, die Augen von einer absurden Menge Make-up umgeben. Die Leute, die diese Welt erbaut haben, hatten etwas Besseres für dich im Sinn. Aber sie sind gescheitert. Mit diesem Gerät an deiner Seite ist es einfacher, mit ihrem Versagen zu leben. Tipps ging das Tonbandgerät. Der Wind heult. Sie bleibt stumm. Es ist wahr, sag es ihr. Es ist keine kindische Fantasie. Gegen das, was dich eilen wird, kann es eine wahre Waffe sein. Was wird mich... Ihre Stimme zittert ein wenig. Die Dunkelheit. Oh Mann. Lass mich nur ein weiteres Mal daran, wie Kontakt Mirko aus den armen Vierteln von Saint-Baptiste an die Spitze der Boxwelt aufgestiegen ist und dabei Widrigkeiten und ein schweres Hirntrauma überwunden hat. Nichts erhält dich. Nichts, was es nicht innerhalb von 3 Runden K.O. schlagen würde. Nichts, wenn du das hier hast. Hab keine Angst. So war das mit Kontakt Mirko nochmal. Ja, du erinnerst mich nur ein weiteres Mal daran, wie Kontakt Mirko aus dem Armenviertel von Saint-Baptiste an die Spitze der Boxwelt aufgestiegen ist und dabei Widrigkeiten und ein schweres Hirntrauma überwunden hat. Nichts ereilt dich. Nichts, was er nicht innerhalb von 3 Runden K.O. schlagen könnte. Der wahre Kampf ist der um die richtige Einstellung. Unfassbar, dass das wieder zu seinem Mirko-Ding wird. Gut, okay, ich werde dabei bleiben. Sie nimmt hier das Gerät ab und legt sie sich auf den Schoß. Was auch kommen mag, ich werde es in 3 Minuten K.O. schlagen. Gut. Ein Augenblick der Stille redet sie wieder. Also ich schätze, ich muss mich bedanken für die psychologische Sitzung. Vielleicht kann ich den Gefallen erwidern. Was nagt an deiner Seele, Officer? Ich glaube, wir haben ja sonst ein... Warte mal. Ich muss was anderes fragen. Schieß los, nehmen wir mal in Kontakt, Mirko. Mikro, nicht Mirko, verdammt! Okay, okay. Soll ich den Maniaker geben? Mittel, sie betrachtet ihr Aufnahmegerät, von dem sie erwartet hatte, dass es sie stundenlang ablenken und amüsieren würde. Stattdessen entpuppt es sich zu einer Sackgasse. Plötzlich fühlt sie sich kindlich und als hoffnungsloser Fall. Soll ich noch einen Hut geben hier? Nein. Okay. Okay. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was uns das jetzt gebracht hat, aber gut, ich meine. Ich dachte, wir können jetzt ihr auch sagen, dass wir jetzt helfen und so mit der Kirche und alles, aber gut. Ich schätze, wir laufen da jetzt einfach mal hin. Ich weiß nicht, ob wir die Logikjacke dafür... Das ist schon die Kirche, ne? Können wir uns das anschauen? Nee, wir müssen, glaube ich, erstmal hoch irgendwie. Ah, da liegt was.
Da liegt was. Hier wird es ein bisschen heller. Die Leute sind hier aber auch keine. Ah, sind das die Reste vom Markt? Das kann sein, hä? Huh? Könnte sein. Werden wir sehen. In der nächsten Folge. Ja, wir haben wieder mal in einer Folge ein Gespräch geführt, aber gut. Wenn das so ist, dann ist das halt so. Das ist okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Ciao, ciao. Euer Torben.